Du möchtest in deinem Geschirrspüler Salz nachfüllen und stellst fest, dass in diesem Salzbehälter noch Hochwasser steht. Da kann ich dich beruhigen, das ist nämlich komplett normal. In diesem Salzbehälter sollte auch immer Wasser stehen, denn sonst würde das Salz, was du reinfüllst, ziemlich schnell verklumpen. Sollte es dir mal passieren, dass kein Wasser im Geschirrspüler ist und du einfach so Salz reinkippst, zum Beispiel vor der ersten Inbetriebnahme, kannst du jederzeit Salz nachfüllen und je länger das schon steht oder je kürzer, desto höher ist die Chance, dass du das Ganze mit einem Holzstab noch gut umrühren kannst. Dass Salz in deinem Geschirrspüler vorhanden ist, auch wenn du zum Beispiel einen Multitap verwendest, der ja grundsätzlich alle Komponenten beinhaltet, ist auch erstmal wichtig. Gerade dann, wenn du sehr hartes Wasser hast. Den Grad deutscher Härte des Wassers, was in deinem Haus ankommt, kannst du bei deinem Wasserversorger erfragen oder auf dessen Homepage nachlesen. Wenn du jetzt nun das Salz nachfüllst, pass immer auf, dass nicht zu viel Salz daneben kommt, was ja mal schnell passieren kann bei diesen unendlichen Salzbehältern. Dann stell auf jeden Fall immer deine Spülmaschine an, wenn du so einen Edelstahlboden hast in deiner Spülmaschine. Wenn Salz daneben kommt und es Zeit hat, vor allem mit Feuchtigkeit einzuwirken, kann es zu Lochfraß kommen. Das heißt, die Bodenwanne der Spülmaschine wird undicht und du kannst fast nur noch dein Gerät wegschmeißen. Ob du wirklich noch extra Salz benötigst, wenn du einen Multitap verwendest, da haben wir mal in diesem Video drüber gesprochen.